YouTube und seid alle recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Supermarkt Simulator. So, ja, jetzt hat ihr recht gesehen, wir haben noch 1,4. Entschuldigung. Wir haben uns neue Sorten geholt, neue Sortiment geholt. Das zeige ich euch auch gleich. Und zwar, wir müssen noch die Preise anpassen. Weiß ja auch nicht. Genau, wir müssen noch schnell die Preise anpassen. Achso, wir müssen erstmal auf alles gehen. Wie gesagt, ich bin jetzt gespannt. Wir sind fast auf 1,4 hoch. Ja. Jetzt haben wir mehr Sortimente. Mal gucken, was passiert. So, und zwar hier 6,77 ist klar. Das waren vier Sortimente. Hier, genau, wunderbar. Ist teurer geworden. Hoppala, genau, 11.000, das ist aufhört, ne? Wieso macht der 10, wenn ich sage? Ja. Jetzt. So, 4,62. Das ist 6,86. Wir haben auch eh eine Arbeitskraft mehr. Jetzt an der Kasse, die Kasi ist auch noch mit dabei. Ne, fleißig, schön, immer. Ne, geht auch ein Dank immer raus an die drei hier, Lütsche, Kasi und Sascha Treuhand, die immer sonntags, meine verkaufsoffenen Sonntage da sind und sich freiwillig an der Kasse stellen. Auf 30, 35, 20, 4, 18. Eins müsste nur sein, ein Produkt, was sich erhöht hat. Also das ist hier 5,49. Mir ist der Meinung gewesen, dass das vier Produkte das sind noch 3,12 €. Das sind unsere neuen Produkte. Wir haben grüne Bohnen. Wir haben immer Vanilleeis. Alles für die Friertruhen. Zeige ich euch auch gleich. Haben wir natürlich für die Friertruhen nachgekauft. Also grüne Bohnen. Vanilleeis, Eis. Dann haben wir noch eine neue Pizzasorte. Wir haben Kartoffelpops. Und wir haben Gemüsemischung. So. Warum hat er jetzt hier nicht Schuppe? Die neuen. So. Gut, da können wir nämlich den Laden aufmachen. Dann sind wir mal gespannt, was passiert mit den neuen Produkten. Die haben wir hier oben eingeräumt. Es wird Zeit, dass wir dann nur langsam mal Regale mehr holen und das war das alles ordnen. Aber das mache ich dann im Nachhinein und dann wird der eine richtige Fummel auf Jahre. So, da bin ich mal gespannt, Kasi, Level 7, ja, vielleicht der Herr Treuhand, dass der mal auch einfach mal das Level sich updated hier, dass der mal heute schneller kassiert, ne? Na wunderbar. Alle hier zu Kasi. So, gut, aber Herr Treuhand und der Herr Lütsche haben ja auch schon einen Arbeitstag voraus. Kann auch rennen. Alles sieht aus. So, da sind wir mal gespannt, wie die neuen Sorten so anschlagen hier, ne? Schauen wir mal.
Wird sich bestimmt am ersten Tag noch nicht so aus bemerkbar machen, also ein bisschen. Aber vielleicht kommen wir ja dann auf Dauer dann von Tag zu Tag, dass wir die 1400 Produkte knacken. Kassierer sind eigentlich vom Tempo her, seht ihr, schon sehr, sehr zügig unterwegs. Die Ausbildung wirkt bei Bafti. Schau ja, Treuer und Oma was machen und nicht nur quasi zukicken beim Arbeiten, ne? Oder wie sehen wir das jetzt? Schau mir in die Augen, Kleines, macht der Kurze zu Kasi. Also jetzt arbeitet er endlich. Sehr. Na, Enten. Enten über Enten. So, über drin ins Lager. Immer schön aufpassen hier, dass hier alles da ist, hier noch. Weil wir hatten so ein, zwei Sachen, wo 6, 7 Artikel da waren, nur noch. Wo man dann vielleicht doch nochmal nachbestellen muss. Das sah eigentlich alles hier gut aus, ne? Könnt ihr schon mal davon Sphere nachbestellen. Also das hier mit dem Toilettenpapier ist halt auffällig, ne? So mehr Kundschaft kommt, also das ist natürlich schon ordentlich. Für die Kunden zur Verfügung steht. So. So, dann piept mal aus hier, genau. Piep, 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 piep. So muss das denn. So, das ist doch ein Geräusch in den Ohren für den Chef, ne? Die Frage ist halt, ob die noch hinterherkommen mit den Einräumen denn irgendwann wieder oder ob wir nochmal uns jemanden zusätzlich als Lagerarbeiter einstellen. Echt mal schauen. Ist noch genug da, ist noch genug da. Sieht alle gut aus. Wunderbar. Wie viele Artikel haben wir bis jetzt an Mann gebracht? Aber, Entschuldigung. Nein, nein, oh, nein. Ist ja. Hm. 679 ist. Schon 6er abends, gleich 7er abends. Ist doch mal ein bisschen schneller hier. Und freundlicher. Na, so wie bei der Lütsche, dann ist das Band doch voll. Immer schön freundlich zum Kunden. Guck mal, er ist schon auf Level 8 gestiegen hier, sehr gut.
Ich glaube, das Ding hat sich hier aufgehangen. Der hängt fest. Ich steck doch vielleicht noch mal. Oder leveln die nicht? Ach, die werden. Ah, die werden bestimmt nicht. Die leveln bestimmt nicht, sobald ich jemanden von unseren Zuschauern ein dahin stelle. Wa? Dann haben die einen Standard. Dann haben die nämlich nicht eine Standard Standardarbeitstempo. Okay. Dann wird das so lange unterbrochen. Ich verstehe. Okay. Ach so ist das also. Konnte keinen nicht finden, warum nicht? Kommen die echt nicht hinterher? Schiete, schiete, shit. Nee, alles löschen. Als E9, jetzt kann ich eh nicht mehr nachbestellen. Da war der Humus alle. Jetzt hat er schon wieder aufgehört. Oh, hier kannst du diese. Oh, wow. Oh, shit. Vor allem wie viel, ne? Ja, teilweise 60. 60 Artikel, Alter, teilweise. 60 Kartons auf dem Artikel. Müssen noch die Rechnung bezahlen. So, dann können wir auf Statistik gehen. 1286. Also kann man die Kassierer nur praktisch leveln, wenn man die als KI lässt, sobald man dann halt Zuschauer mit die Ausrufezeichenbefehle mit drin nimmt ins Boot. Leveln die nicht. Hm? Ist ja auch schade. Na gut. Also muss ich dann praktisch jetzt immer nur noch Lagerarbeiter machen und als Einkäufer nehmen, okay? Okay, dann wissen wir da aber Bescheid. Gut. Coole Sache. Haben wir gut rüberweg. Wie viel sind es geworden? 1341 Artikel, die wir an Mann gebracht haben. Würde ich sagen, 120 HP-Produkte ich gefunden wegen den Dings. Soda ist billiger geworden. Können wir dann gleich schon mal hier. Umstellen, alles andere ist hier geblieben. Wenn ich jetzt bloß wüsste, welche Soda sollte. Wobei ihr scrollt oder was? Sieht so aus. Aber wir haben noch nur hier. Da ist eine Soda-Sorte. 269. Mein Fehler, wir müssen auf den neuen Tag gehen. Ach, das lernt der Bafti nie. Da ist. Diese das 236. So, dann haben wir die Preise schon mal angefaschert. Das sieht schon mal gut aus. So, dann warten wir, bis die jetzt hier erstmal soweit alles eingeräumt haben. Das kann da drin. Da ist noch genug da, okay. Den kann drin. Das kann drin. Das ist noch genug da.
Gut, dann würde ich sagen, bestellen wir erstmal schnell nach. Davon brauchen wir, hiervon brauchen wir auf jeden Fall genug. Davon können wir nachbestellen. Davon. Davon. Wir können von dem Mehl nachbestellen. Davon können wir nachbestellen. Oh, das ist ja auch hier gleich weggegangen. Davon können wir nachbestellen. Davon haben wir auch nochmal zwei. Hiervon brauchen wir vier. Das holen wir, da holen wir auch gleich vier davon. Das sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Wie gesagt, davon brauchen wir, das war leer. Und davon brauchen wir auch. Da haben wir zwar da noch welche, aber das, wie gesagt, reicht ja mal gut. So, dann kochen wir das erstmal ein. Da fällt alles wieder vom Himmel. Das hier während der Arbeit ihn wegschubsen. So. Den ganzen Berg runter darin. Was ist denn jetzt schon wieder los? Achso, weil das die neuen Produkte sind, erkennt er die jetzt nicht, oder? Die Kartoffeln waren. Gekauft, ne? Mit? Okay. Da ist die. So. Was wir haben, Shit haben wir. Dann nehmen wir hier nochmal zwei. Davon brauchen wir nichts, davon ist hier noch da und davon können wir zwei nehmen. Und dann würde ich sagen, wie gesagt, ich mache jetzt hier noch das eine, ich räume noch die andere Seite vom Lager ein. Die Reihe da, wo was fehlt. Und dann würde ich sagen, wird es für die Fall gewesen sein. Wie gesagt, einen Schritt weiter, ne? Neue Lizenzen. Schauen wir mal, ob das sich dann einspielt, dass wir die 1400 Artikel pro Tag verkauft kriegen. Ne? Das sah ja auf jeden Fall ja nicht so verkehrt aus. Und dann würde ich sagen, schreibt wie gesagt gerne in die Kommentare rein, schreibt gerne, lasst gerne ein Like da, ne? Ein kostenloses Abo für die Neuen, wäre auch sehr nett. Und sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder und bis dahin, tschüss und tschüss.